Jo Leute, hi zu einem neuen Video. Heute geht es um das neue Ranking. Gab es jetzt seit längerem nichts, nachdem wir für eine gewisse Zeit zugemüllt wurden. Ich hoffe, man hört mich gut, weil draußen jetzt einer meint, da irgendwas zersägen zu müssen. Bei dem Ranking geht es darum, dass man so wenig Kosten hat, wie es nur geht. Und es ist nur ein Psy-Team erlaubt. Und im Grunde ist es leicht, also ich habe jetzt hier auch ein Free-to-Play-Team genommen. Ihr könnt natürlich als Friend dann halt Shanks nehmen, falls ihr ihn nicht habt. Und selber dann Frankie oder zwei Frankies oder zwei Shanks, das ist im Grunde scheißegal. Lissop ist nicht Pflicht, aber macht das Leben um einiges einfacher. Und der Hypnose-Typ, ich habe gerade nicht im Kopf, wie der heißt, den würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen, weil er später die schlechten Orbs zu Matching Orbs praktisch umtauscht, ja. Weil Hogback ja in der zweiten Runde ja alle Orbs shuffelt und die dann halt so schlechten Orbs macht. Und dann habt ihr halt direkt Full Matching Orbs, das ist halt schon nicht schlecht. Und einen Booster habe ich halt mitgenommen, Kobe. Ich sag mal so, wenn ihr die habt, dann seid ihr eigentlich safe. Und dann irgendein Low Cost, da habe ich halt diese Krabbe genommen. Ich habe selbst nicht sehr sauber gespielt. Gegen Hogback habe ich auch ziemlich miese Fehler gemacht und ich habe gedacht, ich probiere halt mal was aus und es hat gerade so geklappt. Also eigentlich, man sieht einfach, wie easy man das schafft. Das ist gar kein Problem. Also hier habe ich jetzt erstmal versucht, die zwei vorne wegzukloppen oder sogar drei, weiß ich gerade nicht mehr. Und nachdem die Defense ist schon recht hoch, zumindest wenn man so ein Low-Cost-Team hat, danach hasten die oder werden halt aggressiv. Und in dem Fall genau, dann Lissop einsetzen. Da habe ich halt überlegt, soll ich diesen Hypnose-Typ einsetzen oder nicht? Könnte es reichen oder nicht? Da habe ich gedacht, komm, ich probiere es aus. Und es war tatsächlich sehr knapp. Und als ich dann gemerkt habe, dass es nicht ganz so reicht, dass noch so 1-2 Matching Orbs mehr gut wären, habe ich schon gedacht, dass es eigentlich schon Game Over ist. Also war dann wohl nichts, aber es hat tatsächlich am Ende doch noch gereicht. Also ich glaube, nach dem Turn habe ich sogar noch einen Turn gemacht. Ja, das hat definitiv nicht gereicht. Und ich habe trotzdem 706.000 Punkte erreicht. 706.000, so. Ja, hat tatsächlich gereicht. Also eigentlich ist es im Grunde easy und ich glaube, normalerweise sollte da niemand Probleme haben. Falls doch, in die Kommentare schreiben, aber easy peasy, schafft jeder von euch. Hier sehen wir nochmal 706.000. Ja, also ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das noch schaffe mit so vielen Fehlern, aber das ist der Beweis, dass es gar nicht so schwer ist. Ich wünsche euch viel Erfolg, bis dann. Ciao. Ich stream später übrigens, also um 10 Uhr. Ciao, auf Twitch. Ciao.